Hey Leute, Pets im Lotto X hat ein Riesenproblem, und zwar die Inflation. Ich farme jetzt seit 2 Wochen jeden einzelnen Tag erst 200 von diesen Orangen hier, gehe dann in die Diamond-Mine und farme dann Gems. Wenn ihr das Video seht, ist die Aufnahme übrigens schon 1 Woche alt. Dementsprechend kann es sein, dass ich da schon wieder viel mehr Gems habe oder noch viel weniger. Aktuell habe ich halt 1,2 Trillion Gems. Die habe ich zusammengefarmt in den letzten 2 Wochen. Ich habe halt wirklich täglich nichts gemacht, außer hier stehen und Gems zu farmen. Und was sehe ich? Ich habe 1,7 Rap. Wisst ihr, wie viel Rap ich vor einer Woche hatte? 200B. 200B wurde jetzt zu 1,7T. Und das, obwohl ich keine Pets dazu bekommen habe. Der Rap ist einfach gestiegen. Alle Pets wurden teurer. Die Inflation, die ist insane. Guckt euch das an. Ein Rainbow Huge Hellrock hat jetzt den Wert von 79 bis 97 Billion Gems. Ein normaler Hellrock, 38 bis 47, der ist mehr wert als ein Rainbow Huge Hellrock noch vor 2 Wochen war. Und wenn ihr das Video seht, ist es vielleicht sogar noch schlimmer geworden. Vielleicht ist es auch nicht mehr so schlimm, wer weiß. Auf jeden Fall kann das so nicht weitergehen. Es wird Zeit für einen Ersatz. Dementsprechend bin ich auf die Roblox-Webseite gegangen, habe mich ein bisschen umgesehen und habe dann auch was gefunden. Und zwar das hier. Ich habe geguckt, welche Spiele mir vorgeschlagen werden. Da war einfach ein Spiel namens Fix und ich dachte mir so, warum wird mir dieses Spiel vorgeschlagen? Warum hat es so viele Spieler? Jetzt hat es nicht mehr so viele. Das hatte, glaube ich, 500 Spieler, als es mir gestern vorgeschlagen wurde. Und gestern habe ich dann auch einmal reingeguckt mit dem zweiten Account und naja, ich zeig's euch mal. So, es fängt schon mal an mit: Hallo Roblox Conny, willkommen zu Projekt V. Ich soll irgendeinem Discord joinen, werde ich auf jeden Fall nicht machen. Jetzt sind wir bei Orca Games auf einmal. Hä, warum ist es auf einmal Orca Games? Das war. Das letzte Mal, als ich drin war, war das noch ein anderes Logo. Aber egal, wähle ein Haustier. Ich weiß gar nicht, welches dieser Huge Pets das beste ist. Ich gönne mir auf jeden Fall die Doodle Cat. So. Neues Update ist in Ordnung. Und ja, das hier ist auf jeden Fall Pet Simulator Z, ein neuer Pet Simulator Abklatsch. Und davon gibt es ja sehr viele. Und wir gucken mal, was die heutigen Pet Simulator Abklatsche alles so drauf haben. Erstmal öffnen wir hier ein paar Eggs. Was kriegt man hier raus, wenn man die hier öffnet? Ganz normale Pets. Oh, ein Secret. Direkt ein Secret gezogen? Hä, das kann kein Secret sein. Das ist ja hier gelistet, hä? Egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Pets. Das ist gut. Was haben wir hier für Eggs? Die sind noch gesperrt. Okay, da hinten gibt es übrigens die ganzen Event-Areas, aber ich gucke einmal, wie weit ich hier komme in der normalen Welt. Kann ich das ja auch... Ja, ich kann alles freischalten, aber es gibt einfach keine Drops zum Abbauen, wow. Naja, egal. Okay, was ist das denn hier? Oder kann ich mich einfach woanders hin teleportieren? Kann ich zur... Glücksereignis, Hundewelt, Hundewelt. Es gibt sogar schon die Dog World hier. Es gibt hier sogar schon die Dog World. Okay, ich werde das Spiel kurz durchspielen. Ich kann doch bestimmt schon direkt hier hingehen, oder? Kann nicht leisten. Was? Okay, wir müssen erstmal die Fantasy Welt. Das machen wir kurz. Ich will einmal gucken, wie weit dieses Spiel hier nachgebaut wurde. Es gibt offensichtlich alle Welten. Das heißt, hier wird schon großer Aufwand reingesteckt, das Spiel hier aktuell zu halten. Oh, guck mal, hier in der Fantasy Welt gibt es sogar Drops. Und ich kann sie auch abbauen. Und da kommt einfach alles Mögliche raus, okay. So, wir gehen einmal kurz hier in die letzte Welt. Und selbst das funktioniert. Okay. Hey, hier gibt es auch überall Lucky-Blöcke. Was? Aber meine Pets brauchen ziemlich lange. Die sind doch da hinten. Sie kommen langsam, okay. Sehr gut. Ein paar Lucky-Blöcke abbauen. Oh, die Error-Chests gibt es auch noch. Klar, machen wir. Haben die Error-Chests hier auch solche Effekte? Wir werden es sehen. Also, die Chest eben hat mir keine Effekte gebracht. Und es hört nicht auf mit den Gems. Ich hab's verstanden. Ich habe Gems bekommen. Es reicht doch irgendwann, oder? Okay. So, ich sollte jetzt auf jeden Fall genug haben. Dann teleportieren wir uns jetzt zurück in die Spawnwelt. Und zwar zum Gletscher. Warte, 7,5B. Lol, ich bin dumm. Dann nochmal. Versuchen wir es mit der großen Kiste, aber die ist nicht hier. Okay. Vielleicht hätte ich vorher noch bessere Pets farmen sollen. Hä, wie viele Gems habe ich inzwischen? Was ist das? Warum kann ich nicht in echten Pet-Simulator so viele Gems haben? Dann könnte ich mir endlich mal ein paar Titanic-Pets leisten. Ich möchte doch nur ein Titanic-Pet haben. Vor allem das ganze Spiel scheint zu crashen. Was ist hier los? Ah ne, jetzt ist der Typ weg. Die Drops, die ich abbauen wollte, die lassen sich aber auch nicht mehr abbauen. Also ich weiß nicht, ob das Spiel hier noch so weiter funktioniert. Es sieht alles ziemlich komisch aus. Aber ich muss weiter farmen. Ich habe noch nicht genug von den Fantasy-Coins. Und es hört doch nicht auf, hier unten kommen immer mehr solcher Nachrichten rein. Kann ich den Sound... Ja, ich habe den Sound jetzt mal ausgemacht dafür. Oh mein Gott, und ich habe ein Christmas Stocking Gift, das muss ich öffnen. Und, was bekomme ich? Klicken, 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 klicken. Okay, der Klickeffekt. Doch, er ist da. Der Server laggt nur des Todes, oh wow. Es ist wie ein richtiges Christmas Stocking Gift, dass ich so wie genauso keine Huge Chance habe oder wie. Egal, wir öffnen auch noch das hier.
Das Halloween-Gift. Klick, 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 klick. Huge, huge, huge. Huge, huge. Oh, dann eben nicht. Ich wollte eh kein Huge haben. Und wir gehen hier wieder raus, weil es kommen keine neuen Drops. Ich farm jetzt lieber hier nochmal ein bisschen was. Aber hier geht's nicht schnell genug voran. Okay, dann gehe ich nochmal hier hin. Vielleicht geht's hier schnell genug voran, wenn meine Pets dann endlich da sind. Die Kiste abbauen bekomme ich. Yo, oh, ich hätte von Anfang an hier farmen sollen. Das geht richtig schnell mit diesen Kisten. Alles klar. Jetzt kann ich endlich zur Spawn-Welt gehen. Und dann die Tag-World freispielen. Die Tag-Chest gibt's ja auch nicht. Nicht so schlimm. So, angekommen in der Tag-World. Sehe ich immer noch keine Drops, aber vielleicht kommen die gleich noch runter. Ich kaufe mir erstmal die nächsten Welten frei, weil man hat einfach so schon genug von den Coins. Oh lol, da flackert es. Da gab es sogar Probleme beim Map-Clown. Oh ja. Hä? Wie ist das überhaupt passiert? Egal. Durch die Tech World gehen wir einfach durch, weil hier gibt es scheinbar nichts zum Abbauen. Ist der Boden in der Area hier auch wirklich so? Es kommt mir neu vor, dass da solche Rechtecke auf dem Boden sind, lol. Also muss ich Quests erfüllen? Nee, ich kann einfach durch. Sehr gut. Okay, ich habe es geschafft. Kann ich eigentlich direkt zum Limbo? Ja, kann ich. Perfekt. So, dann kann ich doch hoffentlich auch direkt zur Dog World, oder? Dog World? Es gibt hier nur die Kawaii-Welt. Was soll denn das? Oh, und es gibt ein Safari-Egg. Das öffnen wir. Und ich krieg das erste Mal in meinem Leben eine huge Safari-Cat und es wackelt wie verrückt. Endlich! Nur leider war das nicht im echten Pet-Simulator. Wäre zu schön gewesen. Vor allem gibt es jetzt den Huge Safari Dog und nicht mehr die Huge Safari Cat. So, ich werde jetzt aber einmal die Kawaii-Welt durchspielen, in der Hoffnung, dass ich dann die Dog World freischalte. So, Kawaii-Welt haben wir durch. Kann ich jetzt zur Dog World? Nee, kann ich immer noch nicht. Hä? Die Dog World ist Betrug. Die gibt es gar nicht in dem Spiel hier. Ich hab's gewusst. Wir wurden alle nur verarscht. Okay. Was ich jetzt aber angucken wollte, erstens müssen wir ja hier jetzt alle Eggs freigeschalten. Achso, okay, die Eggs gibt's gar nicht mehr. Was ist da hinten? Eine neue Form der Bank? Ah, 25 B. Ja, machen wir, machen wir. Klar! 25 Billion Gems sind ja gar nicht mal so viel. Ich kaufe mir ein paar Limited Gift Boxen. So, und dann öffnen wir ein. Oh, wie viele Limited Gift Boxen habe ich denn gekauft? Ich dachte, ich kaufe einzelne und nicht so viele. Was? Hä? Wo kommen die denn alle her? Okay, ich möchte 8 öffnen. Dann nochmal 8 öffnen. Ja! Komm, gib mir, gib mir, gib mir. Ich will was Geiles. Was Geiles will ich. Okay, nichts Geiles. Sehen ganz hübsch aus, die Pets. Okay, wir öffnen mal hiervon 8. Und dann noch hiervon. Ich kann nur einmal 8 öffnen. Schade. Okay, und ich bekomme schon wieder kein Huge Pet. Sage ich nur. Gut, dann versuchen wir es noch einmal mit den hier. Epic Gifts. Komm, in den Epic Gifts muss was drin sein. Und ich bekomme. Bitte, 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 bitte. Naja, immerhin Rainbow Mosaic Lamp. Ein paar Pets sind dabei gewesen. Was geht eigentlich hier ab? Was ist hier los? Oh, hat schon jemand einen Titanic? Warte, habe ich gerade einen Titanic bekommen? Was ist das? Okay, der hat gerade einfach ein Rainbow Titanic Hubert gezogen. Ich habe ein Hype-Geschenk bekommen. 3, 4 Hype-Gifts, okay. Warte, das hier habe ich auch noch nicht geöffnet. Das muss ich auch noch machen. Warum öffnen die sich nicht mehr? Warte, kriege ich gerade nur Huge Pets? Ich kriege gerade nur Huge Pets aus jedem der 8 Eggs. Als ob! Was ist hier los? Hä? Ich habe eben nichts bekommen. Auf einmal kriege ich so viele. Okay. Finde ich gut. Season 2 Mythical Gifts. Ach, da kann man nur Huge Pets draus bekommen. Jetzt hätte man mir auch sagen können. Okay, darauf hätte ich achten können. Jetzt habe ich einige. 9 Haustiere equip best. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal ein paar bessere Pets hier hinter mir laufen. Und ich würde sagen, wo wollen wir hin? Wollen wir zum Halloween-Event? Oder zum... Ich gehe mal zum 1. April-Event, weil das ist ja die Pet Simulator 1, ne? Digga, hier wackelt alles wie verrückt. Meint ihr... Ah, nee, die Tür ist einfach offen. Die haben gar nicht das Event gemacht mit dem Dings. Okay. Komm, davon öffnen wir auch ein paar. Darf ich nicht? Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Na gut. Ey, aber immer ein paar Rainbow-Pets. Aber das Spiel hat keine Dog World, dementsprechend bin ich enttäuscht. Und wir gucken mal nach, was es sonst noch für Pet-Simulator X-Abklatsche gibt. Weil ich möchte heute das absolut beste Pet-Simulator X finden. Und das hier war ganz lustig, aber das ist es auf jeden Fall nicht. Wenn wir hier runtergehen, kriegen wir natürlich Vorschläge. Und hier steht Pet-Simulator KI. Da bin ich auch interessiert, wie die jetzt KI eingebaut haben. Mal wieder kein Vorschaubild, irgendein zweiter Account, wahrscheinlich weil es ständig gebannt wird. Aber wir gucken uns das jetzt an. Pet Simulator KI hat sogar eine relativ gute Bewertung und sehr viele Spiele. Willkommen Roblox Conny zu AI Games. Yo, dann warten wir 5 Sekunden. AI Games. Oh Gott, da unten der Blur, das wurde ziemlich billig gemacht. Wähle ein Haustier. Ich nehme das, das hat eine dickere Outline. Kann ich mehrere wählen? Nee, ich kann nur eins. Okay. So, ich habe mein erstes Haustier. Ah, okay, wir haben dieses Event. Daycare ist ja auch. Packt mein Tier direkt in Daycare rein. Einschreiben. Auch kann ich gar nicht. Na gut, dann nicht. Oh, ein Safari-Egg. Ja, das öffnen wir natürlich. Haben dann schon ein paar Safari-Dogs. Wer hätte gedacht, dass die Safari gerade läuft? Warte, das hier kann ich nicht öffnen, oder wie? Ey, das ist wie beim echten Pet Simulator X, dass man die Hälfte der Eggs einfach nicht öffnen kann.
toll, oder? So, ich mach mal wieder die Soundeffekte aus, weil es jetzt wahrscheinlich nicht aufhören wird mit den Effekten. Aber warum heißt es KI? Ja, mein Pad hat keine Stärke, glaube ich. Warte, ich öffne mal den Weihnachtsstrumpf, weil ich habe auch einen Weihnachtsstrumpf. Und ein ganz normales Pad. Ich brauche aber eigentlich mal ein Starterpad hier, mit dem ich was anfangen kann. Also öffnen wir ich mal ein paar hiervon. So, sehr gut. Jetzt habe ich ein paar Pets, die jetzt auch eine gewisse Stärke haben sollen. Aber die sind halt immer noch viel zu schwach. Gut, wie kommen wir hier am besten rein? Ich meine, ich kann die Safari-Eggs hier öffnen. Davon gibt es scheinbar ziemlich viele. Aber ich kann die alle nicht öffnen, Leute. Das hier kann ich auch nicht öffnen. Alles klar. Dann eben nicht. Und hier kann man einfach out of map. Warte. Ist es im echten Pet-Simulator auch so? Hä? Ist im echten Pet-Simulator hier auch so eine Wand? Das kommt mir so anders vor. Ich kann mich daran nicht erinnern. Und dann ist hier ja so eine Lücke. Das müssen die anders gebaut haben, oder? Das müssen wir uns auch mal nochmal angucken. Gehen wir mal zum Herbst-Event. Das Herbst-Event gibt uns doch bestimmt gleich bessere Pets. Wenn ich hier das hier öffne. 8 kaufen. So, jetzt habe ich ein paar Pets, mit denen ich arbeiten kann. Obwohl, wir kennen doch hier hinten 10-mal Huge-Chance. Ja, genau, das hier öffnen wir auch. Na gut. So, was stand da gerade? Ach Mensch, ich habe es einfach weggeklickt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich habe jetzt bessere Pets. Jetzt sollte es gehen, oder? Gut, wir versuchen jetzt noch einmal hier Sachen abzubauen. Hier kommen auch normal Drops runter. Ich baue erstmal die Asteroiden ab. Aber das dauert ziemlich lange. Na, ja, aber es geht. So halbwegs voran. Trade Request? Ja, was möchtest du denn traden? Also ich kann dir ein paar Kühe anbieten. Bitte sehr. Aber du musst mir dafür schon was Gutes geben. Warum stand der Trade mit Condi Wars cancelled? Okay, die Meteoriten kann ich nicht abbauen. Gut, gehen wir einfach mal weiter durch das Spiel durch. Quest gibt's ja auch nicht. Also das ist schon eine ältere Kopie von Pet Simulator. Es gibt aber schon die Früchte. Schnellere Schraffureier. Was heißt denn schnellere Schraffureier? Hä? Das check ich auch wieder nicht. Ich bin zu dumm für dieses Spiel. Aber warum heißt das jetzt KI? Was genau hat das hier mit KI zu tun? Hä? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, weil ich check's gerade überhaupt nicht. Hä? Und ich kriege auch nur 37 Coins, wenn ich diese Kiste hier abbaue. Wie soll ich denn die Map durchspielen? Wie soll ich denn die 250 Millionen zusammenbekommen? Wenn ich für die große Kiste 25 Coins bekomme, guckt euch das an, ich baue die ab. 57 Coins, was ist das denn? Ja, okay, das Spiel ist leider nicht so gut, wie ich gehofft habe. Ich dachte, hier kriege ich KI, aber ich sehe keine KI. Die nennen sich einfach nur KI-Games. Na gut, dann halt keine künstliche Intelligenz. Gucken wir weiter. Und wenn wir nach unten gucken, sehen wir Description, Jelly, Fix, Haustier-Simulator X. Ich würde noch einmal in Fix und Description reingucken. Das Fix ist das ursprüngliche Fix-Game. Ach, die haben ihr Bild geupdatet. Interessant. Und Description, Server für Update betreten. Erlebnis ist leider privat. Ja, irgendwie traue ich diesem Spiel auch nicht so ganz. Gut, versuchen wir mal Haustier-Simulator X. Modifiziert, okay. Gucken wir nochmal rein. Hallo Roblox-Conny, willkommen zu Murscht-Games. Es wird immer schlimmer. Was ist denn jetzt Murscht-Games? So, ich hoffe, ihr habt jetzt ein besseres, okay. Schon wieder diese Pets? Meinetwegen. Natürlich hole ich mir direkt beim... Achso, beim Merchant kann ich mir gar nichts holen. Hä? Wie alt ist denn die Map? Hier gibt's ja nicht mal die Daycare. Wow. Wenn ich jetzt auf den Teleport gehe... Das ist es auch noch der alte Teleporter. Das ist ja voll das alte Ding. Aber hier sind so rote Dingsbums. Wie auch immer die Dingsbums heißen. Ich muss mal kurz ein paar Eggs öffnen, damit mein Pet überhaupt Stärke hat. Ich werde die Lucky Blöcke nicht abbauen können. Ja, okay, Murscht Games, dann tut's mir echt leid. Ihr habt weder die Diamond Mine... Noch habt ihr die Daycare. Hier ist alles so klein, das sieht so komisch aus. Aber jetzt kann ich ja mal gucken. Doch, hier ist auch wieder so eine Wand. Aber die steht viel weiter hin. Guck mal, so sieht das auch richtig aus. Das heißt, die haben aus irgendeinem Grund das so nach links gezogen. Komisch. Naja, egal. Wenn ihr noch eine Pet Simulator X Kopie kennt, die irgendwas besser macht als Pet Simulator X, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt euch jetzt das Video anschauen, das euch hier eingeblendet wird. Bis dann und ciao! Okay.